Servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Reihe Händisch rechnen mit Matago. Wir schauen uns hier in diesem Teil an, wie man Klammern auflöst. Das heißt, hier geht es einerseits natürlich darum, was passiert, wenn ein Plus oder ein Minus vor einer Klammer steht, und zum anderen logischerweise dann auch, wie multipliziert man Klammern aus, falls jetzt eben vor der Klammer ein Faktor steht beispielsweise, dass man hier entsprechend arbeiten kann. Wo kann uns das gegebenenfalls vorkommen, das Thema Klammern auflösen? Zum Beispiel bei der Kosten- und Preistheorie, also wenn es darum geht, eine Gewinnfunktion beispielsweise aufzustellen, da wissen wir, Gewinn ist Erlös minus Kostenfunktion. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, wir haben eine Erlösfunktion e von x mit minus 3x² plus 42x, und dann haben wir eine Kostenfunktion k von x mit x hoch 3 minus 9x², dann haben wir noch plus 55x und plus 190. So, und wenn man jetzt eben die Gewinnfunktion aufstellen möchte, dann ist gleich noch eine Wiederholung aus dem Thema auch gleich, Gewinn bekommt man immer, indem man die Erlösfunktion minus der Kostenfunktion rechnet. Und hier muss man natürlich, also sofern man dann nicht den Fehler macht und gleich ohne Klammern einsetzt sozusagen, hat man hier natürlich die Problematik, dass man vor der Klammer ein Minus stehen hat, und da schauen wir uns jetzt an, was das zu bedeuten hätte. Das heißt, die Erlösfunktion kann man jetzt hier, muss man nicht, die Erlösfunktion muss man nicht in Klammer setzen, aber ich tue es jetzt einmal, in Klammer setzen. Das heißt, wir haben minus 3x² plus 42x minus, und dann die Kostenfunktion in Klammer, minus x hoch 3 minus 9x² plus 55x plus 190. So. Wenn man jetzt eben hergeht und Klammern auflösen möchte, muss man schauen, habe ich vor der Klammer einen Faktor stehen, irgendeine Zahl oder irgendeine Variable stehen, die ich multiplizieren muss mit der Klammer. Haben wir hier in dem Fall nicht, beziehungsweise wir haben die Zahl 1 stehen. Das macht natürlich dann keinen Sinn, mal 1 zu rechnen. Und dann muss ich im nächsten Schritt dann noch überlegen, okay, aber welches Vorzeichen habe ich vor der Klammer? Wir haben jetzt hier beim ersten, mache ich jetzt mal provokativ ein Plus davor, hier in dem Fall eben kein Minus stehen. Das heißt, wenn ich vor der Klammer kein Minus stehen habe, kann ich die Klammer im Grunde komplett weglassen. Das würde bedeuten, wir haben hier weiterhin minus 3x² stehen plus 42x. So, bei der zweiten Klammer haben wir allerdings ein Minus vor der Klammer. Und ein Minus vor der Klammer bedeutet, dass sich sämtliche Vorzeichen ändern. Ja, alles, was positiv ist, wird negativ. Alles, was negativ ist, wird positiv. Das heißt, aus dem x hoch 3 werden in dem Fall dann minus x hoch 3. Aus dem minus 9x² werden plus 9x². Das heißt, jeder einzelne Teil in der Klammer ändert sein Vorzeichen. Nicht nur der erste Teil, sondern wirklich jeder einzelne Teil ändert sein Vorzeichen. Wir haben nicht mehr plus 55x, sondern minus 55x. Und wir haben hier in weiterer Folge dann minus 190, das sind dann noch die Fixkosten, die eben in der Gewinnfunktion mit einem negativen Vorzeichen zu finden sind. Im nächsten Schritt, das wäre jetzt quasi das Auflösen der Klammer, ist im Prinzip schon erledigt. Der nächste Schritt wäre dann nur noch, dass man hierher geht und entsprechend die Gleichungen, also die Gleichung hier in dem Fall noch zusammenfasst. Man beginnt jetzt mit der höchsten Hochzahl, das heißt x hoch 3. Entsprechend hätten wir jetzt hier, wenn wir da weitergehen, ist gleich, haben wir minus x hoch 3. Dann haben wir minus 3x² plus 9x² sind dann plus 6x². Das haben wir uns im vorigen Teil schon angesehen, dieses Zusammenfassen. Dann haben wir 42x minus 55x sind dann hier in dem Fall, was haben wir denn da mit der Dritt? Das sind 8 und 5, 13 minus 13x. Und dann haben wir noch eben die minus 190. So, das könnte jetzt dann eben unsere Gewinnfunktion sein. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das wirklich eine sinnvolle Gewinnfunktion dann ist. Aber das tut jetzt hier auch nichts zur Sache. Es geht ja eben darum, Klammer auflösen. Also wichtig, wenn ein Minus vor der Klammer steht, ändern sämtlicher Vorzeichen. Das ist ein wichtiges Thema. Was man natürlich auch bedenken muss, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt vor der Klammer einen Faktor stehen habe, sagen wir, wir haben x² mal, und dann haben wir hier in Klammer 5x
minus 7 zum Beispiel und man will diese Klammer auflösen, dann heißt das, dass ich hier in dem Fall den Faktor, der vor der Klammer steht, mit jedem einzelnen Monom in der Klammer multiplizieren muss. Das bedeutet für uns, die x² werden mit den 5x multipliziert. Das bedeutet für uns dann, wir haben hier 5x hoch 3, weil x² ist x mal x und dann noch ein x dazu multiplizieren, sind dann x hoch 3. Wir werden uns das auch noch bei den Potenzen dann kurz anschauen. Und die minus 7 mit x² multipliziert sind dann eben minus 7x². Klingt vielleicht für viele total simpel, aber es ist trotzdem nicht schlecht, wenn man das nochmal so hier sich vor Augen führt. Ein anderes Beispiel noch zum Thema Klammer auflösen könnte dann natürlich auch sein, wenn es zwei Klammern sind, die miteinander multipliziert werden. Also zum Beispiel, was haben wir hier, 5x minus 7y mal, dann haben wir hier minus 3x minus 4y. Ich habe jetzt absichtlich auch ein paar Minusse sozusagen mehr hineingenommen, damit man auch so ein bisschen noch einmal dieses Thema Minus mal Minus ist Plus, Minus mal Plus ist Minus und so weiter hier durchexerzieren. Wie geht man hier in solchen Fällen vor? In solchen Fällen muss man auch im Prinzip hergehen und jeden einzelnen Teil von der einen Klammer mit jedem Teil aus der anderen Klammer multiplizieren. Das heißt, ich muss die 5x zum einen mit den Minus 3x multiplizieren und ich muss die 5x mit den Minus 4y multiplizieren. Und genauso gilt das aber auch für unsere minus 7y hier. Auch die müssen mit den minus 3x multipliziert werden und genauso mit den minus 4y. Und hier macht es auf jeden Fall Sinn, sich natürlich eine Struktur zu überlegen. Ja? Wie geht man vor? Ich persönlich habe es zumindest so gelernt, ich nehme mir die 5x, also quasi den allerersten Teil in der Klammer, multipliziere ihn mit jedem Teil aus der zweiten Klammer, dass ich einmal quasi die Reihe fertig habe und dann nehme ich mir das nächste Glied in der ersten Klammer und multipliziere das wieder mit jedem Glied aus der zweiten Klammer. Das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch umgekehrt hergehen und sagen, ich nehme die erste Klammer, nehme jedes Glied, multipliziere es mit dem ersten Glied von der zweiten Klammer, dann nehme ich wieder jedes Glied von der ersten Klammer und multipliziere es mit dem zweiten Glied von der zweiten Klammer und so weiter. Da muss man sich für sich selbst sozusagen eine Reihenfolge überlegen. Es gibt jetzt hier nicht standardmäßig etwas, wie man es halt macht. Wichtig ist nur, dass man eben hier eine Struktur dahinter hat, wie man das Ganze angeht, um dann eben nicht irgendeinen Teil zu vergessen. Ja? Das ist das Wichtigste, weil natürlich die Klammer, das ist ja noch halbwegs okay, sind vier Rechnungen, die wir hier machen müssen. Aber wenn jetzt die Klammern vielleicht noch länger aufgebaut sind und ich habe in jeder Klammer drei Monome drin stehen, dann wird das schon relativ unübersichtlich irgendwann einmal. Das heißt, man braucht hier auf jeden Fall einen gewissen Überblick, den man auch behalten muss, und das ist auf jeden Fall wichtig. Schauen wir uns jetzt an. Zuerst einmal die blauen Pfeile sozusagen, 5x mal minus 3x. Das können wir auch ruhig einmal so hinschreiben, 5x mal minus 3x. Wenn ein Minus davor steht, schreibt man es in der Regel in Klammer, weil eben zwei Rechenzeichen, also Plus, also mal und Minus zum Beispiel, nicht nebeneinander stehen dürfen. Aber das ist dann eher sozusagen Grammatik, mathematische Grammatik, als dass es jetzt zwingend uns in unserer Tätigkeit jetzt zerstören würde. Aber man sollte hier natürlich auch einen geraden Satz auch auf mathematisch sozusagen rausbringen. Dann haben wir in weiterer Folge die 5x mit 4y. Das heißt, wir haben hier mal plus 5x mal minus 4y. Dann haben wir die minus 7y, das heißt, hier kann man schreiben minus 7y mal minus 3x. Und dann haben wir noch minus 7y mal minus 4y. Das wäre jetzt hier mal sozusagen die Klammern ausmultipliziert und dann kann man in weiterer Folge natürlich hergehen und diese Multiplikation tatsächlich auch durchführen. Wir haben 5x mal minus 3x, sind in dem Fall natürlich minus 15x². X mal x ist x², 5 mal 3 ist 15, das Minus kommt mit, also minus 15x². In weiterer Folge 5x mal minus 4y sind dann minus 20
xy, weil wir müssen sowohl das x als auch das y berücksichtigen. Dann haben wir minus 7y mal minus 3x. Das ist dann plus natürlich. Und wir können auch die Reihenfolge gleich richtig stellen. Von alphabetischen her kommt natürlich das x vor dem y, also 7 mal 3, 21 xy. Und zu guter Letzt die minus 7y mal minus 4y. Minus mal minus ist wieder plus. Und 7 mal 4 ist 28 und y mal y ist y zum Quadrat. Und schon haben wir es fast erledigt. Jetzt kann man da sogar nochmal zusammenfassen, die xy's. Das heißt, wir hätten dann zu guter Letzt minus 15x². Minus 20 plus 21 ist dann plus 1. Den 1er schreibt man hier in dem Fall nicht, also plus xy. Und dann noch plus 28y zum Quadrat. Und schon haben wir auch diese Klammer aufgelöst. Also ihr seht, es ist grundsätzlich natürlich ein bisschen Arbeit und vor allem Struktur, die notwendig ist, um hier eben nicht irgendeinen Teil zu vergessen. Aber ansonsten, wenn man hier konzentriert vorgeht, ist es im Grunde genommen nicht so dramatisch. Das war es auf jeden Fall zum Thema Klammern auflösen. Wir sehen uns in einem anderen Video wieder.